Wir haben jetzt für diese Woche 74 Mann im Einsatz. Ich habe mich einfach beworben über das Volunteering-Programm von John Deere und dann wurde ich ausgewählt und jetzt bin ich eine Woche hier und unterstütze das Team. Bei so einem tollen Event dabei zu sein, war jetzt schon wichtig und deswegen bin ich dabei diese Woche. Seit 15 Jahren bin ich hier als normale Greenkeeper. Wir mähen alles, wir walzen, wir messen Grünsgeschwindigkeiten. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass halt der Platz an allen 18 Bahnen im selben Zustand ist. Klar, so ein Platz auf dem Niveau zu pflegen, ist was ganz Besonderes. Präsentation und Schnitt, das ist Gold wert, wenn es passt. Zeitlich war jetzt jeden Morgen um 5.30 Uhr Meeting für die ganze Truppe. Dann ging es raus auf den Platz und jeder hat seine Aufgabenbereiche und die wurden dann abgearbeitet. Das macht ja nicht jeder. Man gibt eine Woche seiner Freizeit weg von seiner Familie, von seinem Arbeitgeber, um hier mit dabei zu sein. Macht super viel Spaß und sowas ist nicht jedes Jahr in Deutschland und deswegen ist es eine geile Sache. Ja, man braucht schon dementsprechende Liebe, man braucht Begeisterung für die ganze Geschichte, um es dann auch den Mitarbeitern mit rüber zu tragen, dass man da auch voll dahinter steht. Gute Anlage, gutes Team, ist es perfekt, ehrlich hier zu sein. Die Mitarbeiter sind alles, ja. Also ich bin nur ein kleiner Teil von denen. Ja. Die machen die Arbeit, einen Großteil der Arbeit. Ich springe dann ein, wenn es brennt, sage ich immer. Ja. Aber die Mitarbeiter ist allerwichtigste hier.